Die Geschichte fängt noch gar nicht an. Euch kann ich sehr ruhig sagen. Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem vor lauter Angst die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine schwarz-weiß karierte Kannibalenmädchen, das quer durch den stillen Ozean schwamm, um sich bei Drinkwater und Co. in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich. Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor. Weil mir mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen. Und die ersten drei Kapitel waren sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenaas, auch die schnelle Post genannt, entsicherte gerade sein mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kalten Blutes an und zählte so schnell er konnte bis 397. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie viel Beine ein Walfisch hat. Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich da am besten nachdenken kann und dachte nach. Aber diesmal half es nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon. Erst im Bande W und dann vorsichtshalber noch im Bande F. Nirgends stand ein Wort davon. Und ich musste es doch genau wissen, wenn ich weiterschreiben wollte. Ich musste es sogar ganz genau wissen. Denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwald getreten wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenaas auch die schnelle Post genannt, unmöglich treffen können. Und wenn er den Walfisch mit den Bratäpfeln nicht getroffen hätte, wäre das kleine schwarz-weiß karierte Kannibalenmädchen, das Petersilie hieß, nie im Leben der Diamantenwaschfrau Lehmann begegnet. Und wenn Petersilie der Frau Lehmann nicht begegnet wäre, hätte sie nie den wertvollen Gutschein gekriegt, den man in San Francisco bei Drinkwater und Co. vorzeigen musste, wenn man gratis eine funkelnagelneue Zahnbürste wollte. Ja, und dann? Mein Südsee-Roman, und ich hatte mich so darauf gefreut, scheiterte also sozusagen an den Beinen des Walfisches. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir tat es schrecklich leid. Und Fräulein Fiedelbogen hätte, als ich es ihr sagte, beinahe geweint. Sie hatte aber gerade keine Zeit, weil sie den Abendbrottisch decken musste, und dann verschob sie das Weinen auch später. Und dann hatte sie es vergessen. So sind die Frauen. Das Buch wollte ich Petersilie im Urwald nennen. Ein piekfeiner Titel, was? Und nun liegen die ersten drei Kapitel bei mir zu Hause unter dem Tisch, damit er nicht wackelt. Aber ist das vielleicht die richtige Beschäftigung für einen Roman, der in der Südsee spielt? Der Oberkellner Nietenführ, mit dem ich mich manchmal über meine Arbeiten unterhalte, fragte mich, ob ich denn überhaupt schon mal unten gewesen sei. Wo unten? Fragte ich ihn. Na, in der Südsee und in Australien und auf Sumatra und Borneo und so. Nein, sagte ich, weshalb denn? Weil man doch bloß Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat, gibt er zur Antwort. Aber erlauben Sie, bester Herr Nietenführ. Das ist doch klar wie dicke Tinte, sagte er. Neugebauers, Sie verkehren hier bei uns im Lokal, haben mal ein Dienstmädchen gehabt, die hatte noch nie gesehen, wie man Geflügel brät. Und vorige Weihnachten, wie sie die Gans braten soll, und Frau Neugebauer macht unterdessen Einkäufe und kommt dann wieder. Es war eine schöne Bescherung. Das Mädchen hatte die Gans, wie sie in der Markthalle gekauft worden war, in die Pfanne gesteckt. Nicht gesenkt, nicht aufgeschnitten und nicht ausgenommen. Es war ein mordsmäßiger Gestank, kann ich Ihnen flüstern. Na und, antwortete ich, Sie behaupten doch wohl nicht, dass Gänsebraten und Bücherschreiben dasselbe ist. Sie nehmen es mir bitte nicht allzu übel, lieber Nietenführ, aber da muss ich rasch lachen. Er wartet, bis ich mit Lachen fertig bin. Sehr lange dauert es ja auch nicht. Und dann sagt er, Ihre Südsee und die Menschenfresser und die Korallenriffe und der ganze Zauber, das ist Ihre Gans. Und der Roman, das ist Ihre Pfanne, in der Sie den stillen Ozean und die Petersilie und die Tiger braten wollen. Und wenn Sie eben noch nicht wissen, wie man solches Viehzeug brät, kann das ein prachtvoller Gestank werden. Genau wie bei dem Dienstmädchen von Neugebauers. Aber so machen es doch die meisten Schriftsteller, rufe ich. Guten Appetit, das ist alles, was er sagt. Ich grüble ein Weilchen. Dann fange ich die Unterhaltung wieder an. Herr Nietenführer, kennen Sie Schiller? Schiller, meinen Sie den Schiller, der in der waldschlösslichen Brauerei Lagerverwalter ist? Nicht doch, sage ich.
sondern den Dichter Friedrich von Schiller, der vor mehr als 100 Jahren eine Menge Theaterstücke geschrieben hat. Ach so, den Schiller. Den mit den vielen Denkmälern. Richtig, der hat ein Stück verfasst, das spielt in der Schweiz und heißt Wilhelm Tell. Früher mussten die Schulkinder immer Aufsätze darüber schreiben. Wir auch, sagte Nietenführ. Den Tell kenne ich. Ein großartiges Drama, wirklich wahr. Das muss man dem Schiller lassen. Alles, was recht ist. Bloß die Aufsätze, die waren was Furchtbares. An einen erinnere ich mich sogar noch. Der hieß, warum hat Tell nicht gezittert, als er nach dem Apfel zielte? Ich bekam damals eine 5. Überhaupt, Aufsätze waren nie meine. Naja, nun lassen Sie mich mal wieder aufs Rednerpult, sage ich. Und sehen Sie, obwohl Schiller nie in seinem Leben in der Schweiz war, stimmt sein Theaterstück von Wilhelm Tell bis aufs Komma mit der Wirklichkeit überein. Da hat er eben vorher Kochbücher gelesen, meint Nietenführ. Kochbücher? Freilich, wo alles drin stand, wie hoch die Berge in der Schweiz sind und wann der Schnee schmilzt. Und wie es ist, wenn es auf dem Vierweltstädter See ein Gewitter gibt. Und wie es war, als die Bauern gegen den Gouverneur Gessler ihre Revolution machten. Da haben Sie allerdings recht, antwortete ich. Das hat der Schiller wirklich getan. Sehen Sie, erklärt mir Nietenführ und schlägt mit seiner Serviette nach einer Fliege. Sehen Sie, wenn Sie das genauso machen und vorher Bücher lesen, können Sie natürlich auch Ihre Känguru-Geschichten über Australien schreiben. Dazu habe ich aber gar keine Lust. Wenn ich Geld hätte, würde ich gern mal hinfahren und mir alles scharf ansehen. Auf der Stelle. Aber Bücher lesen, oh! Da will ich Ihnen mal einen prima Rat geben, sagt er. Das Beste wird sein, Sie schreiben über Sachen, die Sie kennen. Also von der Untergrundbahn und Hotels und solchem Zeug. Und von Kindern, wie sie Ihnen täglich an der Nase vorbeilaufen. Und wie wir früher einmal selber welche waren. Aber mir hat doch wer, der einen großen Umhängebart trug und die Kinder, wie seine Westentasche kannte, ausdrücklich erklärt, das gefiele Ihnen nicht. Quatsch, brummte Herr Nietenführ. Verlassen Sie sich auf das, was ich Ihnen sage. Schließlich habe ich ja auch Kinder. 2 Jungens und ein Mädel. Und wenn ich denen an meinem freien Tag in der Woche erzähle, was so hier im Lokal passiert. Wenn einer die Zeche prellt oder wie damals, als ein beschwipster Gast dem Zigarettenboy eine kleben wollte und stattdessen eine feine Dame traf, die zufällig vorbeiging, dann lauschen meine Kinder, kann ich ihnen flüstern, als ob's im Keller donnert. Na, wenn Sie meinen, Herr Nietenführ, sage ich zögernd. Bestimmt, darauf können Sie Gift nehmen, Herr Kästner, ruft er. Und verschwindet, denn ein Gast klopft laut mit dem Messer ans Glas und will zahlen. Und so habe ich eigentlich nur, weil der Oberkellner Nietenführ es so wollte, eine Geschichte über Dinge geschrieben, die wir, ihr und ich, längst kennen. Nun ging ich erstmal nach Hause, lümmelte mich ein bisschen aufs Fensterbrett, blickte die Prager Straße lang und dachte, vielleicht käme unten gerade die Geschichte vorbei, die ich suchte. Dann hätte ich ihr nämlich gewinkt und gesagt, »Ach bitte, kommen Sie doch mal auf einen Sprung rauf. Ich möchte Sie gerne schreiben.« Doch die Geschichte kam und kam nicht. Und mich fing schon an zu frieren. Da machte ich das Fenster ärgerlich wieder zu und rannte 53 Mal rund um den Tisch. Auch das half nichts. Und so legte ich mich endlich, genau wie vorhin, längenlang auf den Fußboden und vertrieb mir die Zeit mit tiefem Nachdenken. Wenn man so der Länge nach in der Stube liegt, kriegt die Welt ein ganz anderes Gesicht. Man sieht Stuhlbeine, Hausschuhe, Teppichblumen, Zigarettenasche, Staubflocken, Tischbeine und sogar den linken Handschuh findet man unterm Sofa wieder, den man vor 3 Tagen im Schrank suchte. Ich lag also neugierig in meiner Stube, betrachtete mir die Gegend abwechslungshalber von unten statt von oben und bemerkte zu meinem größten Erstaunen, dass die Stuhlbeine Waden hatten. Richtige, stramme und dunkelfarbige Waden. Als gehörten sie einem Negerstamm an oder Schulkindern mit braunen Strümpfen. Und während ich noch dabei war, die Stuhlbeine und Tischbeine nachzuzählen, damit ich wüsste, wie viele Neger oder Schulkinder eigentlich auf meinem Teppich herumstünden, fiel mir die Sache mit Emil ein. Vielleicht, weil ich gerade an Schulkinder mit braunen Strümpfen dachte. Oder vielleicht deshalb, weil er mit seinem Familiennamen Tischbein hieß. Jedenfalls, die Sache mit ihm fiel mir in diesem Augenblick ein. Ich blieb ganz still liegen. Denn mit den Gedanken und mit den Erinnerungen, die sich uns nähern, ist es wie mit verprügelten Hunden. Wenn man sich zu hastig bewegt oder etwas zu ihnen sagt oder wenn man sie streicheln will, schwupp sind sie weg. Und dann kann man Grünspan ansetzen, ehe sie sich wieder heranwagen.
Ich lag also, ohne mich zu rühren, und lächelte meinem Einfall freundlich entgegen. Ich wollte ihm Mut machen. Er beruhigte sich denn auch, wurde beinahe zutraulich, kam noch einen und noch einen Schritt näher. Da packte ich ihn im Genick und hatte es. Das Genick nämlich. Und das war vorläufig alles. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man einen Hund am Fell erwischt und festhält oder nur eine Geschichte, an die man sich erinnert. Hat man den Hund am Genick, so hat man wohl oder übel den ganzen Kerl. Die Pfoten, die Schnauze, das Schwänzchen und alles Übrige, was so zum Lebgewicht gehört. Erinnerungen fängt man anders. Erinnerungen fängt man ratenweise. Erst packt man vielleicht ihren Schopf. Dann fliegt das linke Vorderbein herzu, dann das rechte. Dann der Podex, dann eine Hinterachse, Stück für Stück. Und wenn man schon glaubt, die Geschichte wäre komplett, kommt rasch noch ein Ohrläppchen angebummelt. Und endlich weiß man, wenn man Glück hat, das Ganze. Im Film habe ich einmal etwas gesehen, was mich lebhaft an das, was ich eben beschrieb, erinnert. Da stand ein Mann in einem Zimmer und hatte nichts am Leibe als sein Hemd. Plötzlich ging die Tür auf und die Hosen flogen herein, die Zucker an. Dann sauste der linke Stiefel herein, dann der Spazierstock, dann der Schlips, dann der Kragen, dann die Weste, der Strumpf, die Brille. Es war toll, doch zum Schluss war der Mann richtig angezogen und es stimmte alles. Genauso ging's mir mit meiner Geschichte, als ich in der Stube lag und Tischbeine zählte und dabei an Emil dachte. Und auch euch wird's schon manchmal ähnlich gegangen sein. Ich lag da und fing die Erinnerungen auf, die mir von allen Seiten in den Kopf fielen, wie sich das für Einfälle gehört. Schließlich hatte ich alles hübsch beisammen und die Geschichte war fertig. Nun brauchte ich mich nur noch hinzusetzen und sie der Reihe nach aufzuschreiben. Das tat ich natürlich auch. Denn wenn ich's nicht getan hätte, hieltet ihr ja jetzt das fertige Buch von Emil nicht in der Hand. Vorher erledigte ich aber noch ganz schnell etwas anderes. Ich schrieb die Portionen auf in der Reihenfolge, wie sie durch die Tür auf mich losgerannt waren, bis ich das Ganze beisammen hatte. Den linken Stiefel, den Kragen, den Spazierstock, den Schlips, den rechten Strumpf und so weiter. Eine Geschichte, ein Roman, ein Märchen, diese Dinge gleichen den Lebewesen. Und vielleicht sind es sogar welche. Sie haben ihren Kopf, ihre Beine, ihren Blutkreislauf und ihren Anzug wie richtige Menschen. Und wenn ihnen die Nase im Gesicht fehlt oder wenn sie zwei verschiedene Schuhe anhaben, merkt man es bei genauem Zusehen.